Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Hour Hearts of Iron 2. Wir sind zurück in unserem kaiserlichen Japan und dabei stehen geblieben, dass wir in der letzten Folge ordentlich geforscht, modernisiert und aufgerüstet haben, um uns, ich sag mal, gegen die Russen zu wappnen. Denn wir haben immer noch das Problem, dass die Russen hier China besetzt haben, was ein ganz großes Problem ist. Ja, was wir mal machen. Da müssen wir auf jeden Fall anpacken, dass sich das ein wenig, ja, richtet. So, währenddessen forschen wir hier fleißig weiter. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut oder dir geht's gut. Alles gesund, alles fit im Schritt. Darauf kommt's nämlich an. Scheiße auf Materielles, Hauptsache dir geht's gut. Und vor allem, du bist glücklich. So, dann haben wir hier nämlich jetzt wieder Forschung am Laufen. Kann man jetzt endlich hier mal gucken, dass man Mengjiang angliedert. Erstmal Bündnis verlassen. Los wir dann, ja. So. Und dann können wir ja jetzt quasi durch Marsches Erlaubnis abgeben und dann können wir ja quasi bald Krieg erklären. Was? Wieso haben wir hier Schaden durch Abnutzung? Ah, wo wir hier Armeen noch drinnen stehen hatten. Das sind doch nicht mal unsere Armeen, Herr Loll. Ach so, ihr seid das. Ihr habt Attrition. Ah, ja, da müssen wir mal eben kurz Truppen hier ranholen. Dass wir mal eben ganz schnell da einmarschieren. Bis zum 20. November müssen sie jetzt durchhalten, das nützt nichts. Ah, die werden uns so kaputt gehen. Hier sind wir mit der Atomforschung weitergekommen, habe ich gerade gesehen. Da machen wir jetzt mal Nuklearforschung. Kann ich die Truppen hier irgendwie zurückholen? Nein. Das heißt, die hier sind quasi verloren. Das ist jetzt schlecht. Kann ich denn durch Transportflugzeuge irgendwie Nachschub reinfliegen? Das sieht schlecht aus. Ja, da müssen sie jetzt halt durchhalten. Wir könnten hier jetzt quasi schon genau den Krieg erklären. Das, warte, ich speichere vorher mal eben ab, bevor hier jetzt irgendein Schabernack passiert und die Sowjets eingreifen oder so. Man weiß ja nie, wie die ticken. Dann erklären wir da jetzt einfach mal eben kurzerhand den Krieg. Daggeln da mal eben rein. Ich sag das jetzt so locker. Safe sind wir gleich am Arsch. So. Aktive Kämpfe. Das sieht schon mal gut aus. Wir haben die große Offensive erforscht. Wunderbar. Dann machen wir hier mal das verbessert. Oder das ist die Tokyo Imperial University. Dann könnten wir da doch eigentlich mal Hydrierwerke. Oder Winterausrüstung wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dass die halt ein bisschen wintertechnisch aufgestellt werden. So, und die muss jetzt bald mal was passieren. Dass wir hier mal ein bisschen Nachschub an Mann kriegen. Unsere Divisionen sind hier nämlich ordentlich am Hungern. Und das muss ja nicht sein. So, da kommt eine Division, die marschiert dann mal dort ein. Im Prinzip werden wir gerade einfach so dreist, dass wir mit Waffengewalt unsere Marionettenstaat hier angliedern. Aber es ist halt nötig. Es muss sein. Wir brauchen halt die Ressourcen und die Industrial Capacity. Nee. Wenn, dann geht das eh alles an mich hier. Davon mal abgesehen. Ja, dann bleibt ihr hier. Dann dürfte sich das mit dem... Genau, dann hat sich das jetzt erledigt mit dem... Verschleiß da. Ah, da dringen sie jetzt ein bisschen durch. Das gefällt mir aber nicht. Gut, dass wir da aber gerade eingreifen. Dass das da nicht zu sehr aus dem Ruder läuft. Wir können natürlich mal eben schnell die Luftwaffe da ein wenig arbeiten lassen.
Bodenangriff. So. Dann bomben wir da mal ein bisschen. Denn das geht hier natürlich nicht, dass die hier einfach uns jetzt die Ländereien nehmen. Wenn wir das machen, ist das wieder was anderes, aber die dürfen das nicht. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann können die Bomber mal ihr Bombardement einstellen. Militärstreich. Okay. Von mir aus. So. Wunderbar. Siege über Siege. Dann da mal rein. Genau, da sind wir schon unterwegs und da auch. Und dann dürfte das Ganze sich auch ganz schnell hier erledigt haben. Genau so. So, dann könnten wir jetzt ja quasi mal eben schnell Meng Jiang Hongxing da annektieren. Zack. Das ist jetzt alles unsers. Hoffentlich. Warum war das jetzt der Mandschurei gehört? Das war eigentlich nicht der Plan. Gebiet fordern. Hä? Ist ja frech. Na egal, Hauptsache, wir haben einen Marionettenstaat weniger. So, jetzt müssen wir aber dennoch Truppen an die Grenze zu Russland holen, wieder. Die wir da jetzt abgezogen haben, müssen da natürlich wieder hin. So scheiße es auch ist. Denn der Krieg mit der Sowjetunion, wir können ihn natürlich herauszögern, aber er wird kommen müssen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. So, dann können wir hier jetzt die nächsten schweren Panzer, leichten Panzer erforschen. Ich weiß gar nicht, was wir mit ihm jetzt gemacht haben. Landdoktrin vielleicht? Ah, Landdoktrin, tatsächlich. Das machen wir lieber mal mit denen hier. Und dann kannst du mal Luftdoktrin machen. Haben wir jemand geeigneteren? Natürlich, die Imperial Japanese Army Air Force. So, läuft, läuft, läuft. Was sagt denn die Produktion und Modernisierung? Das läuft ja alles überhaupt nicht. Okay. Haben wir mittlerweile Panzer? Nee, schade. Vielleicht Panzerdivisionen anmachen können, aber das sah noch nicht so aus. Ja, der Krieg gegen Rotchina, das wird noch ein Spaß. Das wird noch so ein richtiger Spaß. Aber gut. Die letzten Projekte laufen ja alle. Ah, Deutsches Reich hat die Tschechoslowakei annektiert. Alle anderen Projekte laufen aktuell ja ganz gut. Da brauchen wir natürlich ein Projekt, was ein wenig aus dem Rahmen fällt. Was? Ah, wir können die ersten motorisierten Truppen aufstellen. Das Glück, was wir hier natürlich haben, ist, dass wir halt Verbündete haben und das nicht gerade schwache Verbündete. So. Okay, okay. Ja, ja, rüstet mal alles schön auf hier. So soll es sein. Der Zwischenfall von bla bla bla. Was ist da los? In den Sommermonaten. Ja, fangen eigentlich an, was packt mit der Sowjetunion ein? Krieg mit der Sowjetunion. Oh oh. Wir haben diesen Kampf verloren. Ich möchte noch keinen Krieg mit den Russen. Noch nicht. Das kommt noch, keine Sorge.
Unsere deutschen Verbündeten sind mittlerweile schon ganz gut gewachsen. Wir dürften jetzt auch bald Polen den Krieg erklären und dürfte hier auch der Zweite Weltkrieg vom Zaun brechen. Und dann können wir uns langsam aber sicher mal hier an Russland wenden. So. Wie sieht denn das aus? Können wir... wir haben uns das jetzt gerade per Diplomatie hier geholt. Sehr schön. Wollte ich mich gerade nachsehen, ob man da vielleicht mal... das ist doof. Dann haben wir hier jetzt nämlich wenigstens nochmal ein Gebiet mehr. Ja, was machen wir mit Rotchina? Wie verbleiben wir da? Die Musashi kann aufgestellt werden, sehr schön. Das wird natürlich auch gleich gemacht. Dann ist soweit der Flottenmodernisierungsplan auch fertig. Sehr gut. Albanien wurde von den Italien annektiert. Von mir aus. Wir sind hier in unserem kleinen Japan, das braucht mich nicht interessieren. Was mich aber zu interessieren hat, ist meine Infanterie, die wir jetzt glatt nochmal eben schnell weiter ausbilden werden. So, neue Technologie. Ich glaube, das war Atomforschung, wenn ich mich richtig nicht ver... das war Luftwaffendoktrin. Dann machen wir hier mal den Doktrin für zerstreuten Kampf. Der nächste leichte Panzer ist gleich fertig. Dann können wir auch schon mittlere Panzer machen. Fakultät für Nuklearforschung. Sehr schön. Dann können wir hier mal Isotopentrennung machen. Oder machen wir erstmal die Medizin weiter? Wir machen erstmal die Medizin weiter. Fließbandexperiment? Ich glaube, wir machen Fließbandexperiment. Ich glaube, das nützt erstmal mehr. Auch wenn es da recht schleichend vorangeht, aber Hauptsache Fortschritt. So, und dann kann man hier ja jetzt mittelschwere Panzer. Was brauchen wir denn dafür? Leichte Panzer 39, okay. Man könnte ja schon mal den schweren Panzer machen, ne? Oder die Artillerie. Wir machen mal die Artillerie nochmal. Da haben wir nämlich schon Pläne, das geht ein bisschen schneller. Industriekapazität gestiegen. Raketentriebwerk erforscht. Mensch, Japan geht hier ja richtig durch die Decke. Dann kann man hier auch schon Strahltriebwerke machen. Und dann kommen wir auch langsam schon in... Weltkrieg. Dann haben wir da schon Flugbombe und Rakete. Und dann kommen wir hier schon richtig in Fahrt. Was sehr geil ist. Keine Frage, das ist richtig geil. Dann können wir hier nochmal ein Schlachtschiff bauen, ne? Bauen wir nochmal ein Schlachtschiff, die Shinano. Die Sowjetunion hat Polen den Krieg erklärt. Das heißt, sie machen jetzt erstmal gemeinsame Sache mit Deutschland. Das wird sich aber recht schnell erledigen. Wir kennen die Geschichte ja, wie sie lief. Und dann müssen wir schnellstmöglich gucken, dass wir den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann in Russland einmarschieren. Und dann machen wir hier mal die schwere Panzerbrigade. Da fällt jetzt nämlich zusammen mit Deutschland und Sowjetunion Polen zusammen. Aber ich beende die Folge an der Stelle auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne mit einem Like zeigen. Und wenn ihr es verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abonnement da. Dann verpasst ihr auch nichts und ihr unterstützt mich damit ungemein. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Bis dahin und tschüss.